Dobry dzień, Drusja i Tawarisch. Strassje. Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Patricia und Maria sind auf dem Weg. Ne? Ihr wisst es, wir sind im Holz. Und Patrick meint, er hat jetzt genug für den Tieflader. Und wir nehmen jetzt aber für den Ural natürlich, also für den anderen Manipulator. Junge, Junge, Junge. Irgendwie passt das heute mit der Entfernungsmessung bei mir hier nicht. Nehmen wir noch ein paar 5-Meter-Stämme mit, damit wir ja nicht halb leer fahren, ne? Das will ja auch keiner. Naja, wäre Verschwendung. Ne? Das wäre wirklich Verschwendung von Ressourcen. Also wenn du möchtest, darfst du den anderen Manipulator gleich nochmal... Jo, ich lade gerade den letzten... Ich überlege gerade, soll ich das da vorne hinlegen oder lege ich das einfach hier... Bleibt es drauf oder rollt es wieder runter? Es rollt. Okay, ich nochmal ansetzen. Pass auf, ich lege dir das hier vorne hin, da können wir mit dem Manipulator gleich hier eben ranfahren. Ja. Da eben die Schnittlänge verändern. Bis wo kann der? Ach da, bis 15 Meter. 15 Meter, das ist schon enorm. Ja, das stimmt. Jetzt machen wir noch 5 Meter Stämme. Und dann sollte das hervorragend passen. Da reden wir nochmal drüber hier. Wieder runterrollen. Du kommst mit. Ich habe beschlossen, dass du mitkommst. Ich habe gesagt, du kommst mit. Du kommst du mit? Oh oh. Oh oh. Ach, nix, nix. Alles gut. Patrick? Hm? Also, gefühlt werden dann weniger Stämme auf dem Trailer. Kannst du das bestätigen oder dementieren? Ich sag da nichts so. Ich dachte, das wäre clever, jetzt hier die Spanngurte anzulegen. Ja, vielleicht einzelne. Ist noch nicht so schlau, wenn man den Stamm, den man eigentlich gerade aufladen will, schon mal mit festschnallt. Stimmt, das ist mir auch schon passiert. Das hat dann merkwürdige Nebeneffekte, ne? Ja. Also bis Patrick die 2 Baumstämme aufgeladen hat, haben wir die 2 Bäume hier geschnitten und sicherlich auch den anderen Ural schon beladen. Aber Patrick, lass dich nicht stressen. Das ist, nö. Okay, hast gewonnen dann ohne. Wir müssen ja nur in 2,5 Stunden das Sägewerk befüllt haben. Oh. Dann ist Feierabend. Nee, heute gibt pünktlich Feierabend. Ich mache keine Überstunden. Kannst du glauben. Da ist mir nicht der Sinn einer Überstunden. Ivan hat gesagt, er hat für uns noch ein lecker Tröpfchen im Schrank. Bums. Schnell aussteigen und Spannbutter anlegen. So, guck mal hier. Können wir den schon mal ausschalten? Ja, das sieht hervorragend aus. Also, da muss man wirklich sagen, das sieht aus wie ein Träumchen. Ich glaube, von den anderen mal eben hier ein bisschen auf die Seite. Weil ich glaube. Mach die Spanngurte mal wieder los, bitte. Da haben wir sich aneinander gebunden. So, weil die Rungen nach dem Ausfahren. Ja, genau, die waren ein bisschen weiter. Verheddert haben. Ja, warte. Stopp. Fahre ich vorwärts jetzt? Ja, alles klar. Läuft. So. Soll ich lasse den Anhänger mal eben hier stehen? Ich gehe erstmal den Ural beladen. So, habe ich den mal zurückgesetzt. Ups. Meinst du, das passt denn? Also, ja, der schien das eigentlich ganz gut zu ziehen gerade, oder? Ja. Er war nur ein bisschen ausgebremst, als er mit dem anderen Ural zusammenlebte. Ja, dann. Nee, das haut hin, das wird was. Ach, guck mal. Falschen Spanngurte gehabt. Thank you.
Aber ich sag mal, 5 Meter sind, glaube ich, genau die richtige Länge. Ja. 6 Meter wäre für den Rungenaufbau ohne Manipulator. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, wenn du den ohne Anhänger fährst, geht das ja auch noch. Kannst du auch noch 6 Meter drauflegen, haben wir auch gemacht. Ja, aber wegen dem Anhänger, das kollidiert in der Kurve spätestens. Ja. Das war nicht clever. Ich möchte den Kleinen da auch mitnehmen. Ja, lass dir schmecken, ne? Hm? Ein bisschen Zielwasser. Ja. Ja, Sprudel, ne? Nicht Wodka. Ach, hier dürfen wir Wodka trinken. Da kann keiner was sagen. Das wäre nur, um es authentisch zu machen. Klar ist erstmal beides, ne? Ja, genau. Soll uns mal einer nachweisen. Mhm. Ach, guck mal, das ist eigentlich gar nicht so blöd, die Idee, wenn wir das hier hinten... Ja, richtiger Profi geworden mit dem Manipulator angeht, ne? Dann mache ich ja jetzt das läuft. Ja. Ach so, dass du das fräst noch mal eine Runde. Genau. Ist gar nicht verkehrt. Der bagaziert sich ja auch so ein bisschen, ne, der Panzerbagger. Mhm. Und nur weil da die Baumstämme mal irgendwie einen halben Meter oder Meter rausgucken. Ja, also stellt sich auch ein bisschen an, muss man sagen. Tipptopp. Hervorragend. Dann hänge ich jetzt den Anhänger an. Möchtest du mal den Anhänger? Weißt du was? Heute darfst du mal den Anhänger mit Holz vorfahren. Okay. Und dann fahren wir schön hinterher, liebe Freunde. Das kann eigentlich nur, also es ist eigentlich fast ein Garant dafür, lustig zu werden. So, bitteschön, die Dame. Okay. Immer einsteigen, ne? Immer vorwärts, immer geradeaus. Und denkt dran, wenn es schnell geht, ist auch nicht schlimm. So. Guck mal hier, zieht den Tieflader hervorragend. Da sind ja auch nur ein paar Kubikmeter Holz drauf. Na, guck mal, der fährt aber vorsichtig hoch. Ich stehe auf Vollgas. Ja, ich mag auch. Nicht schneller. Ich stehe auch auf Vollgas. Ich glaube, ich muss mal die Traktionskontrolle anmachen, wenigstens. Ne? Oh, das will er gar nicht. Ach, da ist noch Getriebe drin. Ey, so was. Also ich sag mal so. Getriebe werden völlig überbewertet. Der Ural zieht den hier wahrscheinlich gerade nicht hoch. Also der... Nee. So schieben. Manchmal geht das ja rückwärts, ne? Weil die da rückwärts eine andere Übersetzung haben. Weiß aber nicht, ob das hier in-game auch so ist. Ja, normalerweise haben wir ja so einen Arbeitsgang vorwärts. Ja. Aber, ach so, guck mal, so ging es natürlich auch. Ja, vielleicht, versuch's mal ein bisschen seitwärts. Dann haben wir nicht die ganz krasse Steigung. Guck mal, so geht der doch hoch, oder? Guck mal. Ach, lässig. Ja, guck. Ne? Oral, tipptopp Gerät. Richtige Winkel und einmal mit dem Kiro gedroht und schon... Ja, genau, der hat den Brüllen hören. Dann ist der schon... Wenn du da jetzt nicht rauffährst, dann schubst ich dich.
Machst du den Berg hoch oder nicht? So, jetzt aber los, ne? Ich, oh nein, jetzt muss ich abbremsen. Kurz vorm Berg. Hopp, 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 hopp. Ja, es läuft. Genau, immer voll am Gas bleiben. Bremse verliert. Ja. Wer zu schnell ist, manchmal auch. Ja, ich wollte gerade sagen. Mach dir keinen Kopf. Ich bin auf jeden Fall in der Nähe. Ich pass auf, ne? Mhm. Ich sag dir sofort Bescheid, wenn der Anhänger anfängt zu wippen. Gut, es gibt natürlich eine kleine Differenz, ne, in der Übertragung. Es ist ja Delay, ne? Kleines Übertragungsdelay. Na, ja, sieht aber gut aus. Und Patrick, das sieht echt gut aus. Machst du da? Fahren. Mensch, ey, wir wollten heute eigentlich zum Lachen haben. Entschuldigung. Also, mein Auflieger ist ja so breit, der kann ja gar nicht umfallen, ne? Könnte höchstens hier am Berg so ein bisschen Probleme kriegen mit dem Hochfahren, aber. Ey, wir werden noch schneller. Jetzt werden wir langsamer. Aber bis oben schaffen wir das noch. Ich schaffe es noch. Ich schaffe es noch. Ich schaffe es immer noch. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wo war das nochmal her? Ich komme gerade nicht drauf. Der alte Dumbo-Zeichentrickfilm, dieser Casey Jr., der Zug am Anfang. Ach, genau, genau, ja. Jetzt bist du mir tatsächlich davon gefahren. Jo. Nur zur Lücke und durch. Gut, ich bin kurz vor der bösen Brücke nochmal vom Gas gegangen, also. Aha. Nachdem ja. Ich Ach, da hinten fährt er. Etwas viel Schwung vorhin durch eine Kurve fuhr und der vielleicht anfing zu wippen. Anhänger anfing leicht reifenschonend unterwegs zu sein. Reifenschonend ist auch schön. Ich hätte ihn schon fast umgekippt. Also wenn einer alles zum Kippen kriegt, ne, dann bin das scheinbar ich. Ich habe gedacht, ich käme bei dir noch mal ran, aber nee, die Holzmassen da hinten, die machen sich dann doch bemerkbar. Doch komm, da können wir auch vorher einbiegen, ne? Ja, locker. Ja, die russischen Passanten sind immer wirklich völlig schmerzbefreit. Das haben wir schon öfter festgestellt, dass die das echt nicht interessiert. Sag mal, komme ich eigentlich durch das Tor da hinten durch? Ja, ne? Sollte vielleicht. Ich zähle auf dich. Die Frage ist, ob ich vom Gas gehen sollte. Oh ja, sollte ich? Plötzlich gestoppt durch das Tor. Sollte gehen. Das müsste das jetzt so verbogen sein, dass das nie wieder schließt. Also ich hatte mal beim Probieren den Kolob gehabt mit seinem Auflieger, mit dem Tieflader. Ja. Der funktioniert ja wunderbar im Shop. Da kommt er ja durch. Ja. Aber nicht mehr durchs Tor vom Hof, glaube ich, so wie ich das in Erinnerung habe. Da musste ich während der Durchfahrt die Rampe runterklappen. Ja. Um das Ganze da durchzubekommen. Ach guck mal, ich hätte jetzt gedacht, dass der hier so tief ist, dass der entladen kann. Aber tut er nicht. Dann schiebe ich dir den mal rückwärts da rein, damit du den. Ich habe gerade überlegt, wir können eigentlich hier drauf die ganzen Paletten laden. Der hat ja viel mehr Platz für die Paletten, oder? Mit viel mehr Fläche, ne? Ja, da können wir gleich die Paletten draufsetzen. Wenn wir das Holz runter haben, natürlich. Lad du erstmal deinen ab und dann, bis dahin habe ich das geschafft, den so zu manövrieren hier, dass das passt, ne?
Ist auch nicht sehr, sehr reifenschonend hier. Jetzt ist es wieder getan. Irgendwer schrieb mal den schönen Tipp, dass man vielleicht den Oral zuletzt auslädt, damit er noch ein bisschen Gewicht hat, um den Anhänger abzuladen. Die Idee ist grundsätzlich sicherlich nicht verkehrt. Ja, nur befolgt habe ich sie nicht. Ja. Man muss auch nicht alles immer befolgen. So, was haben wir denn hier jetzt drin? Müssen wir mal gucken. 46%. Das könnte tatsächlich sein, dass wir mit der vollen Entladung voll sind. Das wäre eigentlich optimal, ne? Mhm. Ich gucke mir das mal hier so von oben an, was du hier drin machst, ne? Ups. Das wird super. Das wird richtig gut. Sag mal, das haut ja hin. Ja, weil ich hier draufstehe, ne? Genau. Ui. Und jetzt? Achso, ich hänge mit einer von den Stützen zwischen den Bäumen, die da gespawnt sind. Ach, deshalb hat es auch funktioniert. Ach, die Bäume spawnen, deswegen hat er den auch nicht umgeworfen. Richtig. Weil den musst du erstmal einklappen, sonst kriegst du den da nie wieder raus. Ja, die kannst du natürlich auch abmachen erstmal. Oh, weia, jetzt wird. Guck, oh, der muss sich in Sicherheit. Was das jetzt für Flug gibt? Nein, ja, guck raus. Mal. Tipptopp. Ach, weil die Objekte hier gespawnt sind, deswegen ja. Ja, die waren, krass, sind ja vorher nicht da. Die sind dann gespawnt und. Was machst du jetzt? Ach so, wir haben noch was abzuentladen. Moment. Also, ich weiß nicht, ob die noch da ist und alles funktioniert, weißt du so. Ja, genau. Tipptopp hier mit der Achse. Ich würde den erst ein Stück rüberfahren dann jetzt. Soll ich den Tiefladen ein Stück nach vorne setzen? Brauchst du das? Wo willst du ihn haben? Sag mir einfach, was du willst. Erstmal gucken. Oder ich lasse ihn stehen. Ich könnte aber auch noch so ein bisschen schubsen. Ja gut, dann komme ich da von den Bäumen runter. Naja, mit Schubsen käme ich mich aus. Also wenn ich schubse, dann auch richtig. So. Das wird super. Das wird richtig gut. Schmack. Warte, ich stelle mich nochmal auf den Oral auf, damit der nicht anfängt zu kippen, ne? Ja. okay. Dann mal los. Ne, das kann ich nicht gegenstellen, das Gewicht. Na top. Die untersten wirst du wahrscheinlich da hinlegen müssen, weil ich denke, wir haben mehr als. Ich gehe mal lieber aus dem Weg, das ist mir zu heiß da. Ist doch nicht wenig, so hilft auch keine Gewalt. Oder so aus einer Art. Ich stehe noch nicht weit genug weg. Du dachtest, du wärst weit genug weg, hä? Habe ich gedacht, ja. So, Mikado, also die haben sich bewegt, du hast verloren. Das war alles Absicht, alles ein tiefer Plan. Wenn ich rausgefunden habe, wer es war, dann sage ich Bescheid. Dann trinke ich mir erstmal ein Wässerchen drauf. Liebe Grüße, Simone, ich trinke ein Wässerchen, ne? Oh, weia, ey. Ja. Das ist Mikado hier erstmal auflösen. Leichte Verknotung, die ich hier verursacht habe. Soll ich den Tieflader mal ein Stück nach vorne fahren? Das sind Gummibänder, diese.
Ich komme da mit, ne? Ja, ja. So, ich stelle dir jetzt. Ich glaube, so ich werde mal clevererweise das Ding etwas zusammenfalten und umpositionieren. Achso, ich hätte ihn dir jetzt so hingestellt, habe ich gedacht. Steht gerade ein bisschen nicht so ungünstig. Kann übrigens. Ja. Guck mal, Drehschirme rückwärts, geht auch wunderbar. Ja, Drehschirme rückwärts fahren, gar kein Problem, ich sehe das schon. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Weiß auch nicht, was die Leute sich da immer anstellen. Komm, wir stellen dir so hin, dann kannst du den Ural direkt daneben stellen. Ja. Und dann kannst du auf der anderen Seite nämlich abladen. Dann hast du auch das Gewichtsproblem hoffentlich nicht. Ah, guck mal, 78%, das reicht tatsächlich. Also die Ladung reicht uns auf jeden Fall für die Füllung. Das ist doch super. Mhm. Das können wir dann machen wir jeden Tag einmal, also jeden Ingame-Tag. Und dann haben wir doch. Dann packen wir jetzt gleich noch hier die Paletten auf. Ich überlege gerade, soll ich den anderen Manipulator noch irgendwie hinholen? Wir haben jetzt den ich überlege gerade, brauchen wir den Manipulator? Ja, höchstens zum B-Laden, damit wir zu zweit B-Laden können. Das sind zu viele, Patrick. Das stimmt. Ich weiß. Ja. Das ist gerade so, dass es irgendwie hinhauen könnte. Ich sage bewusst könnte. Jo. Ja, liebe Zuschauer, wir stehen zu nah dran. Ich weiß, wir stehen zu nah dran. Lass sie fallen, lass sie einfach fallen. Guck mal, wahrscheinlich ist der voll, der Trigger jetzt. Ja, 101%. Wir geben immer 101%. Immer einen mehr wie du. Oder wie war das? 101%, Freunde. Immer 101%. Genau, aber runter müssen sie ja so oder so. Ja. Lü, 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 lü. Eigentlich könnten wir für den Tieflader auch schön den Ural mit der Sattelplatte gebrauchen. Wir müssen den umbauen, das ist ganz dringend. Müssen wir den hier für das Projekt noch fertig machen, Patrick? Ja. Weil ja. Der wäre jetzt halt wirklich optimal gewesen. Dann hätten wir nämlich mit zwei hier abladen können. Ja, genau. Wir brauchen den auf jeden Fall. Das kümmere ich mich hier in den nächsten Tagen drum. Währenddessen höre ich mir noch ein bisschen Schwanensee an. Da, guck mal, ein leichtes. Easy. Ja. Ach so, du hast auch wieder im Tieflader geparkt, sehe ich gerade. Ja, leicht verhakelt. So, jetzt gucken wir doch mal, wenn ich die kann man die so ein bisschen rüberschieben. Oder wenn ich die so ein bisschen enger zusammenschiebe. Die Paletten, dann können wir die vielleicht besser oder mehr auf einmal verladen. Mhm. Aber ich glaube, das wird nicht so richtig. Also mit dem Tieflader denke ich eher nicht. Ach, weißt du, du stellst dich einfach dazwischen. Hier, und dann stelle ich dir nämlich hier hin. Dann kannst du dich direkt daneben stellen. So machen wir das. Häng mal deinen, genau. Und jetzt stellst du dich hier zwischen mich und das Holzpaket da. Genau. Und dann fahre ich den Tieflader noch so nah ran, wie es gerade geht. Entfalte dich mal. Ja, man soll sich ja zwischendurch mal ein bisschen entfalten, ne?
Ja, ich bin sowieso dafür, dass sich hier jeder entfalten darf, wie er möchte. Guck mal. Also besser ran geht gerade nicht. Guck mal, das ist doch hervorragend. Hast du schon wieder die Triangel runtergenommen? Ich wollte noch gucken, ob das Funk noch funktioniert. Ja, ich finde, das fand das aber auch sinnvoll für die 3 Meter. Ja, es könnte ja sein, dass es die paar Meter kaputt gegangen wäre. Ne? Also. Ja, wer weiß es schon. So. Kopf weckt. Ja, ich habe aufgepasst. Ich müsste eigentlich den Helm aufsetzen, ne? Habe ich denn meinen Helm? Wo ist denn mein Helm? Ach ja. Moment. Ist nicht weit weg, Freunde. So, Helm auf. So. Ja, ist auch wichtig. Man muss ja hier irgendwie. Oh, der glänzt aber irgendwie. Das Licht scheint hier aber komisch. Also, wieso ist denn das so eine. muss so sein. Aber vielleicht das Licht ein bisschen dunkler. Ja, super. Wenn Patrick hier auflädt, habe ich mich schon mal um die Sicherheit, um die Arbeitssicherheit gekümmert. Vom letzten Meter musst du dich dann doch selbstständig machen. Ja, weil die halt ineinander stehen so ein bisschen, ne? Obwohl, die haben keine Kollision da in den Stück, ne? Nee, die haben nur, ich glaube, über wo die Palette ist, die eigentliche. Da ist Kollision, so habe ich den Eindruck. Boah, ich fände ja super, wenn die Triggerhöhe den annehmen würde, wenn man darüber fährt, am Verkaufspunkt. Das wäre sehr angenehm. Also ich könnte mich auf sowas einlassen. Oh, 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 Kopf weg, Kopf weg, Kopf weg. So. Ja, läuft. Aber willst du den noch draufstellen? Okay, hat auch drauf gepasst, oder? Erstmal eine Ebene fertig machen. Okay. Blubs. War doch höher als gedacht. Interessante Ebene. Ja, es sah anders aus. Pure Absicht. Ja, ich wollte mal gucken, wie das so aussieht. Dancing, ja. Lass sie fallen, lass sie fallen, lass sie bloß fallen. Mach die los, mach die auf. Ich konnte nicht, das war so klar. Schaukelt sich immer mehr auf. Ne? Wobei, das wird nicht besser, Patrick. Das wird nicht besser. Aber anders. Nee. Nein, besser anders. Anders jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich, keine Ahnung, wie du das hinkriegst. Lass sie stehen. Lass sie einfach stehen. Jetzt so. Die stehen super. Total klasse. Ja. Eine Ebene. Du wolltest doch eine Ebene machen. Das sieht nach einer Ebene aus. Also heute besser kein Tetris spielen. Das wird nichts. Ding, di, di, ding, di, di, ding. Ja, waren wir denn hier so lange? Ui, ein Einzelner. Ja, Patrick auch. Noch so ein bisschen verladen hier. Aber liebe Zuschauer, während Patrick verlädt, können wir auch Feierabend machen. Die werden wir nach oben bringen, wieder zum Güterbahnhof. Ich glaube, da gab es den Verkaufspunkt für die Bretterpaletten. Und das machen wir dann natürlich beim nächsten Mal zusammen, wenn wir es verkaufen. Aber bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Und alles, was ihr euch selber wünscht. Das hat mir mal jemand gesagt. Boah, Patrick, ey, ganz ehrlich, wir müssen wieder zum Friseur. Diese Pandemienummer, das geht überhaupt nicht.
Wir wünschen euch das, was ihr uns wünscht. Genau. Und dann seid ihr selber schuld hinterher. Ja, so sieht er auch aus. Dann, das ist Vidania, meine Freunde. Das ist Vidania. Alles Gute, bye bye und ade. Oh, falscher Knopf. Moment.